Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Russisch Roulette von Haftbefehl in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Russisch Roulette von Haftbefehl, das Ganze aus dem Jahr 2014 und das Ganze nicht nur als Album und als Box, sondern eben auch als Vinyl erschienen. Die Box habe ich euch bereits vorgestellt. Heute ist es Zeit für die Vinyl. Bevor wir die Folie abmachen, nehmen wir noch kurz diesen Sticker hier zur Kenntnis. Und zwar lesen wir hier LP 180 Gramm Heavyweight Vinyle. Okay, ich sage immer Vinyls. Hier steht Vinyle, spannend. Plus Download Voucher für das ganze Album. Also Download Voucher, das ist so ein, ja, mehr oder weniger Download Code, Download Gutschein. Schauen wir uns das noch an. So, nachdem wir das jetzt wissen, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Und dann schauen wir mal hinein. So, also, so sieht dann die Vinyl aus ohne Folie. Jetzt spiegelt das Ganze auch nicht mehr so stark. Wir haben hier einmal den Interpreten abgebildet, Haftbefehl mit dicker Halskette und einer Patrone in der rechten Hand und recht grimmiger Blick, alles hier in schwarz gehalten rundherum und unten lesen wir dann noch Haftbefehl Russisch Roulette. Auf der Seite lesen wir in dem Fall hier unten auch nochmals Haftbefehl Russisch Roulette. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 14 Stück an der Zahl. Und davon haben wir dann 7 auf der einen Vinyl, also 3 auf der A-Seite, 4 auf der B-Seite und das Ganze dann auch noch auf der C- und D-Seite, also auch nochmal 3 und 4 Tracks. Unten dann noch Barcode und Credits. Und wir haben von diesen 14 Tracks 2 Features. Und zwar haben wir hier einmal ein Feature von Miss Platinum und ein Feature von Caris. Haftbefehl lesen wir hier in der Mitte nochmal groß. Dann schauen wir mal, wie das Ganze von innen aussieht. Also wir haben hier einmal auf der linken Seite so einen Plattenbau, diverse Balkone, aber ja, sieht relativ trist aus. Aus Grau und Weiß verstärkt das noch, also ziemlich trostloser Anblick in meinen Augen. Und auf der rechten Seite haben wir dann Haftbefehl abgebildet mit Sonnenbrille und Blick nach unten. Hier haben wir nochmal die 14 Tracks inklusive der Infos zu den einzelnen Tracks, also wer war daran beteiligt, wer hat das Ganze produziert etc. Schön gemacht. Dann schauen wir mal auf der linken Seite hinein. Und zwar haben wir hier einmal die erste Vinyl und ich schaue auch gleich nach, denn jawohl, hier haben wir dann auch gleich den Downloadcode. Gut, also hier haben wir einmal die erste Vinyl. Und zwar kommt dieser in so einer speziellen Hülle. Das finde ich immer schön, wenn diese Hüllen nicht einfach glatt in weiß oder schwarz sind, sondern irgendwie optisch entsprechend dem Artwork gestaltet sind. Also wir haben hier, es dürften wohl ein paar Jugendliche oder ein paar junge Männer sein. In dem Fall 3 Stück. Oder hier ganz hinten sitzt, glaube ich, auch noch einer. Also 4 insgesamt, die hier sitzen mit klassischen Sportschuhen. Das sind 90er Air Max, andere Adidas und hier auch nochmals Air Max. Also irgendwelche Jungen mit Handys in der Hand. Und auf der Rückseite auch wieder die Plattenbauten mit den zugehörigen Balkonen. Das Ganze geht dann hier auf der Seite auf. So, die Vinyl in schwarz gehalten. Das in dem Fall die A-Seite mit 3 Tracks und dann haben wir die B-Seite mit 4 Tracks, also klassisch in schwarz die Vinyl, passend ja auch zum Album oder zum Artwork, nachdem das Cover und das Ganze auch so in schwarz und weiß gehalten ist. Hätte es mich sehr gewundert, wenn die Vinyls jetzt eine andere Farbe gehabt hätten. Dann haben wir eine zweite Vinyl. Und zwar haben wir hier einmal, kurz die erste zur Seite, einmal
einen Anblick eines Tischtuchs mit diverser Ware darauf und einem Aschenbecher. Also hier wird gerade Ware abgewogen und in kleine Tütchen verpackt. Und auf der Rückseite haben wir hier so einen Hausflur, so einen Flur im Gemeindebau, so einen Plattenbau. So sieht das aus. Sieht auch relativ trist aus. Also diese vier Bilder, die wir hier auf den Vinylhüllen haben, irgendwie so Einblicke in das Album und in die ganze Thematik. Dann haben wir auf der zweiten Vinyl auch wieder drei Tracks, und zwar auf der C-Seite. Und auf der D-Seite dann die verbliebenen vier Tracks. Kommen wir insgesamt auf 14 Stück. Und zusätzlich zu diesen beiden Vinyls, zu dieser Doppelvinyl, kriegen wir dann noch diesen kleinen Einleger hier, auch wieder mit dem Cover. Und auf der Rückseite haben wir dann hier einen Download-Code, mit dem man das Album dann runterladen kann. Den zeige ich euch in dem Fall jetzt nicht, aber wenn ihr das Ganze auf Vinyl kauft, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mittels diesen Download-Codes das Ganze dann als MP3 runterzuladen. Ja, das war's auch schon mit der Vinyl. Wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal eben gezeigte, oder nicht gezeigte in dem Fall, Download-Code, der hier mit diesem Einleger kommt. Dann einmal die eine und die zweite Vinyl, die kommen in diesen schönen Hüllen hier. Und das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Russisch Roulette. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl Edition? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Haftbefehl unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.